Los geht's wieder! Und zwar mit einem Anleitungsvideo zu Ihrem UI 9. Heute mit dem Thema Digital Balance. Work-Life-Balance, großes Thema. Was Ihrem UI 9 kann, wie es euch dabei helfen kann. Am Beispiel Mate 20 Pro zeige ich euch gleich nach dem kurzen Intro. Ja, die Huawei-eigene Umsetzung von dem, was Google auf seinen Pixel-Smartphones mit Wellbeing gebracht hat, heißt Digital Balance. Ihr findet das Ganze unter Einstellungen und dort als eigenen Menüpunkt Digital Balance. So, und hier seht ihr schon, am Beispiel meines Mate 20 Pro. Ich habe mein Telefon diese Woche durchschnittlich 2 Stunden 33 Minuten pro Tag genutzt. Sprich, in der Zeit war der Bildschirm an. Und das ist noch sehr schmeichelhaft, da es die Weihnachtswoche war und ich zum Glück in der Zeit mal ein wenig auf mein Smartphone verzichtet habe. Ihr bekommt darunter noch eine ausführliche Nutzungsstatistik. Und das ist schon relativ interessant, denn die tatsächliche Nutzung, die weicht doch, das habe ich festgestellt, als ich mich auf das Video vorbereitet habe, von der gefühlten Nutzungszeit deutlich ab. Und wie oft erkenne ich das bei mir, dass ich mich durch das Smartphone ja schon so ein bisschen gehetzt fühle. Da sitzt man sich abends hin auf die Couch, startet einen schönen Film und dann kommt Facebook, dann kommt WhatsApp und letztendlich lässt man sich doch immer wieder hinreißen und schaut aufs Smartphone. Das kann man so ein bisschen mit Digital Balance einschränken. Ihr könnt nämlich eine gewisse Selbstkontrolle damit starten. Dafür geht ihr hier auf Starten und könnt nun, das hier ist ganz schlecht gelöst, liegt auch nicht am SIM, aber ich hoffe, man kann es erkennen, trotz der Spiegelung der Kamera. Das ist mein Telefon oder das ist das Telefon meines Kindes. Ihr könnt also sowohl euch selber kontrollieren, als auch, und da ist es wirklich eine gute Möglichkeit, um die Nutzung des Telefons so ein bisschen, ja, bei Kindern zu kontrollieren, indem ihr das für euer Kind einstellt. In dem Fall ist es mein Telefon und hier seht ihr nun die Möglichkeiten, die sich da bieten. Ihr könnt zum einen Nutzungsstunden festlegen, indem ihr sagt, meine tägliche Bildschirmzeit ist im Zeitraum Samstag-Sonntag 6 Stunden, großzügig fürs Wochenende und an Arbeitstagen auch 6 Stunden. Das sind die Standardzeiten, die eingestellt sind. Ihr könnt es natürlich jederzeit individualisieren, Stunden und Minuten genau. Neben den Nutzungsstunden könnt ihr auch App-Limits einstellen. Das heißt, ihr wählt aus, welche Apps ihr beschränken wollt. Schauen wir mal hier in Social, weil ich eben gesagt habe, ich fühle mich von Facebook so gehetzt. Nehmen wir mal Facebook und ich kann jetzt hier die Nutzung einschränken. Entweder nicht eingeschränkt oder eingeschränkt. Und als Limit kann ich hier auch eine zeitliche Begrenzung wählen. Wenn ich sage, pro Tag soll mich Facebook nicht mehr als 3 Stunden nerven. Dann gehe ich jetzt hier auf OK und habe damit mein Limit eingestellt. Und neben Nutzungsstunden und Apps kann ich auch die Schlafenszeit einstellen. Das muss natürlich nicht unbedingt eine reine Schlafenszeit sein, sondern ich habe ja gesagt, dass ich abends schon mal auf der Couch mich gehetzt fühle. Das heißt, ich gebe hier als Startzeit einfach 20 Uhr oder 20.15 Uhr, die klassische Prime-Zeit, wann der Abendfilm oder die Serie beginnt, bis 7 Uhr am nächsten Morgen. Und in der Zeit kann ich entweder den kompletten Bildschirm auskrauen oder, wir bleiben mal bei den Apps, ich kann den Zugriff auf Apps in der Zeit beschränken. Und damit habe ich meine Ruhe. Ich kriege erst gar keine Benachrichtigungen und kann mich somit ja selber kontrollieren, wenn ich denn schon nicht mich ja beherrschen kann und trotzdem bei jeder Nachricht ans Handy gehe und aufs Display schaue. Das Ganze kann ich natürlich auch mit einer PIN sichern. Ganz sinnvoll logischerweise bei der Nutzung
wenn ich das als Kindgerät einrichte und über diese Digital Balance Funktionen, ja, könnt ihr euch ab und zu mal Ruhe vor dem Handy verschaffen, denn Nachrichten, die ich nicht sehe, die interessieren mich nicht. Ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen und war auch hilfreich. In dem Fall würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr Kritik habt, konstruktiv hoffentlich, dann bitte auch ab in die Kommentare, nehme ich mir gerne zu Herzen. Ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. Ich schaue immer wieder rein und versuche alles zu beantworten. Und natürlich auch hier der Hinweis auf unsere riesige Huawei Facebook Community, über 24.000 hilfsbereite Mitglieder, unsere Huawei Family. Schaut mal vorbei, Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Marco.